Hallöchen, ihr Guten, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelidee hier auf 9999 Dinge. Ich möchte mit euch eine Karte basteln und viele von euch haben vielleicht schon diese Bastelanleitung gesehen. Ich möchte es in Zukunft immer so machen, dass ich ein und dieselbe Grundidee so eventuell nehme und dann eventuell mit denselben Materialien verschiedene Karten basteln möchte. Oder ich möchte eine Grundidee machen, wo ich aber dann im Endeffekt andere Materialien nehme. Es wird jetzt so sein, dass ich diese Karte versuche fast genauso nachzumachen, aber halt mit anderen Materialien. So, wer die sehen möchte, die verlinke ich euch oben beim i. Was benötigt ihr für diese Karte? Ich habe wieder eine Faltkarte, ich habe mir Kraftpapier geholt, Bastelband. Hier habe ich jetzt so Holzsticker und sowas mit Sprüchen. Ich habe wieder Washi-Tape genommen und das übliche Kleber, Schere, Lineal, doppelseitiges Klebeband. So, was ihr als allererstes machen müsst, ist natürlich wieder so eine Wimpelkette. Ich habe die mir schon vorbereitet und meine sieht dieses Mal so aus. Ich habe sie so geschnitten, ich habe sie spitz geschnitten und ich habe diesmal nur drei Elemente. Das wird der erste Unterschied sein und die fertigt ihr euch an. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, auch dieses Video verlinke ich euch oben beim i. Und dann würde ich sagen, dann starten wir mal. Es wird so sein, dass ich wieder einen Hintergrund haben möchte und den werde ich mir aus diesem Block holen. Der ist von Action, war der glaube ich, Papercraft Design Mix and Match. Und ich habe mich hier entschieden für dieses. Dieses mit den Punkten und so leicht glänzend. Als allererstes werde ich mir dieses Papier für die Vorderseite zurechtschneiden. Wenn ich das gemacht habe, geht es ans Gestalten. Vorher teste ich natürlich noch, ob das auch wirklich passt. Hier hat man so kleine Fehler drin. Das werde ich halt versuchen, dann nicht unbedingt in die Sichtfläche reinzubringen. Mal gucken, ob ich es hiermit vielleicht schon überdecken kann. Ja, ist schon möglich. So, jetzt wird es sein. Jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich? Was möchte ich machen? Und zwar werde ich jetzt wieder mit dem Washi-Tape arbeiten. Das werde ich machen und ich werde die Wimpelkette mir hier oben anbringen. Diesmal so. Ich mache dafür an diesen und diesen Wimpel doppelseitiges Klebeband dran. Und so kann ich die Wimpel schon mal auf der Vorderseite befestigen. Wenn ich einmal dabei bin, drehe ich das gleich um und mache mir die Schnüre auf der Rückseite gleich fest. Dafür nehme ich einfach mein Washi-Tape. Hier schneide ich erstmal ein bisschen ab. Jetzt knicke ich das einfach um und mache das mit dem Washi-Tape dann fest. Jetzt klebe ich mir das Washi-Tape hier unten hin. Ich lasse das jetzt einfach bei dem einen. Bei dieser Karte habe ich ja drei verschiedene Washi-Tape insgesamt benutzt, aber hier möchte ich jetzt nur dieses eine. Ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich das Ganze jetzt anordnen möchte. Von daher muss ich jetzt ein bisschen gucken. Ich suche mir jetzt das aus, was am besten zu einem Geburtstag passt. Und das wäre das hier, Let's Celebrate Something Today. Den werde ich auf alle Fälle schon mal nehmen. Und werde den dann eventuell hier hinkleben. Ich warte aber erst noch einen Moment, weil ich ja hier diese Kugeln noch habe. Und ich noch nicht richtig weiß, ob ich davon irgendwas vielleicht noch nehme. Oder mache ich den hier hin? Ich glaube hier. Den klebe ich mir jetzt hier schon mal hin. Und jetzt werde ich mir eventuell hier... Der passt.
passt nicht. Das passt auch nicht dazu. Ich werde mir die Pfeile hier hin machen. Wieso guck da hin? Da steht mein Geburtstagsgruß an dich. So werde ich das ungefähr, ne? So soll der Gedanke sein. Das mache ich mir hier in die Mitte hin. Einmal. Zweimal. Diese sind übrigens vom Xenos. So, und das war's schon. Und das Ganze kommt jetzt hier auf meine Faltkarte drauf. Und das mache ich super einfach. Ich klebe hier einmal rundherum doppelseitiges Klebeband. So, und fertig ist die nächste Idee. Ja, mir gefällt es richtig gut. Allein schon, ich brauche dieses Glänzen und Funkeln immer so. Ich werde versuchen, im dritten Versuch das Ganze mal nicht glänzend zu machen, mal irgendwas anderes. Und ja, das sind die beiden, die gerade entstanden sind. Und ich finde sie schon, ja, irgendwie gleich, aber dennoch nicht gleich, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, euch gefällt diese Inspiration, diese Idee, das immer wieder ein bisschen anders zu machen. Könnt ihr mir gerne eure Meinung dalassen. Und dann hoffe ich, ihr freut euch auf das nächste Video, was ich hier so basteln werde. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.